Es ist richtig, wenn jeder, der irgendwie mit Korruption zu tun hat oder geschädigt ist, einen Fall im Internet dann beispielsweise veröffentlicht und aufklärt? Die Öffentlichkeitsarbeit ist eines der wichtigsten Kriterien, und zwar zeitnah. Aber vielfach ist die Öffentlichkeit nicht interessiert, zu den Gerichtssaalen und Verhandlungen hinzugehen. Und der Richter definiert das als mangelndes Interesse, ich kann tun, was ich will. Da muss man möglichst viele Personen in einen Gerichtssaal bringen. Die aktivieren, dass aktiv die Öffentlichkeit aufgefüllt wird. Die Öffentlichkeitskontrolle ist wichtig, und das ist gerade Thema, was also auch der frühere Rechtsanwalt Plantico immer wieder gefordert hat. Die Öffentlichkeit, alles muss an die Öffentlichkeit. Dann wären Demonstrationen zu einem Gerichtstermin eigentlich ein geeignetes Mittel. Entweder Demonstration oder aktive Zuhörerschaft im Saal. 100 Leute, die mit Plakaten vor dem Gerichtsgebäude stehen, können zeigen, wir sind das Volk, wir haben eine Meinung, und der Richter muss unseren Volkswillen zumindest mit in seine Überlegungen einbeziehen. Aber Sie haben Ihre eigenen Fälle noch gar nicht veröffentlicht. Nein. Warum noch nicht? Wie viel Zeit? Nein, das ist weniger, sondern ich möchte es dann an die Öffentlichkeit tragen, wenn das Spinnennetz perfekt ist. Was fehlt denn noch als letztes Detail Ihrer Sache? Ich werde zunächst sehen, dass die Verfahren nach den prozessualen Regeln völlig abgeschlossen sind. Und wenn es fertig ist, können Sie zeigen... Kann ich demonstrieren, mit welcher kriminellen Energie Beamte des Landes vorgehen. Nehmen Sie Ihr Recht in allen nur erdenklichen Weisen und mit allen Mitteln kaputt kriegen wollen? Ja, ich habe einen Staatshaftungsprozess eingeleitet mit den Worten, bitte teilen Sie mir zunächst das Aktenzeichen mit, damit weiter vorgetragen werden kann. Eine Woche später kriege ich einen ablehnenden Beschluss, wird zurückgewiesen, weil nicht hinreichend vorgetragen ist. Es wird abgemauert.